MSV Duisburg-Spieler Moritz Exlager war zum Interviewtermin mit WMTV im Stadion am Hünting und traf dort alte Bekannte. Für das Spiel seines alten Clubs gegen die Sportfreunde Baumberg war der U20-Nationalspieler hoffnungsvoll gestimmt. Ich hoffe natürlich, dass FC Bocholt weiterhin sich aus dem Keller befreien kann und mit 2:0 heute hier am Hünting gewinnt. 2:0 für Bocholt. Mit diesem Ergebnis könnte FC-Coach Sebastian Eul wohl mehr als gut leben. Beim FC im Vergleich zum Spiel gegen Wülfrath eine Veränderung. Für Pierre Brauer, der krankheitsbedingt ausfiel, lief Christoph Mädling von Beginn an auf. In den ersten Minuten der Partie Bocholt um einen kontrollierten Spielaufbau bemüht. Der Gast aus Baumberg jedoch bissiger, kam hier besser ins Spiel und hatte einige gute Chancen, in Führung zu gehen. Scheiterte jedoch entweder an mangelnder Präzision im Abschluss oder am gut aufgelegten FC-Keeper Tobias Ladermann. Der FC hatte sich nach gut 20 Minuten in die Partie reingearbeitet, Folge die erste dicke Chance zur Führung und Elsinghorst macht die Bude. Aber Schiedsrichter Pascal Day wollte einen Stürmerfoul von Florian Splittorff gesehen haben. Diese Entscheidung stieß bei den Zuschauern auf wenig Zustimmung. Die nächste Chance ließ nicht lange auf sich warten. Jan-Niklas Schmenk nimmt den Ball mit und kommt im Strafraum zu Fall. Klare Entscheidung, Elfmeter für die Schwatten. Die Elfmeter eine Angelegenheit für Björn Bennis. Der Kapitän tritt an und setzt das Leder neben den Kasten. Das war die Riesenchance, hier in Führung zu gehen. Vor der Pause dann noch zwei gute Chancen für Baumberg durch den agilen Nick Rohrbeck. Aber hier trifft er den Ball nicht richtig und in dieser Szene fehlen ihm Zentimeter, die scharfe Hereingabe zu verwerten. Zur Pause eine ausgeglichene Partie und dementsprechend ein gerechtes 0:0. Die zweite Hälfte begann für den Gastgeber wie gemalt. Ecke für den FC und der zweite Ball kommt zu Mädling und der neu ins Team gerückte Netz zur Führung ein. Ja! 1:0 nach 48 Spielminuten, es sah gut aus für den Tipp von Moritz Exlager, doch jetzt drückte der Gast aufs Bocholter Tor. Hier auf Kosten einer Ecke geklärt. Die Ecke kommt rein und am zweiten Pfosten Mutterseelen allein Kosta Knizewicz. Ausgleich für den Gast. Bocholt bringt sich hier selbst um den verdienten Lohn. Aber es waren noch knapp 30 Minuten zu spielen. Jetzt begann ein wahrer Sturmlauf der Gastgeber. Traumhafte Kombination mit der Hacke zu Bennis, dessen Schuss vom Keeper pariert wird. Dann Ecke. Elsinghorst verlängert, auf der Linie geklärt. Der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Nächste Szene durchgesteckt auf Giovanni Vaccarello. Der Pfiff des Schiedsrichters, abseits. Auch in der Zeitlupe nicht ganz genau zu erkennen, da Vaccarello hinter Elsinghorst steht, der klar im Abseits ist, aber nicht eingreift. Tendenz, Fehlentscheidung. Wie lange noch? Noch eine Minute zu spielen. Der Ball noch einmal zu Vaccarello. Geht allein aufs Tor zu, drüber, das war's. Es bleibt beim 1:1. Die Bocholter enttäuscht. Der Gast aus Baumberg kann aufgrund der zweiten Hälfte mit dem Remis mehr als zufrieden sein. Wir müssen den Blick nach vorne richten. Wir können jetzt nicht Situationen nachtrauern. Fakt ist, wir haben heute 2 Punkte liegen lassen und die müssen wir schnellstmöglich immer wieder reinholen. Nur das wird von Woche zu Woche schwerer. Und deshalb müssen wir gucken, dass wir schnellstmöglich dazulegen können.